So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Unity. In der letzten Folge haben wir die Aufgaben soweit abgeschlossen und haben jetzt noch zwei weitere für unsere Schwierigkeit. Zu einem Flamels Geheimnis die Mönche und Saturnus haben wir nicht, Mars auch nicht. Ich frage mich, warum das, also... Es geht ja nur dabei, um Symbole zu finden. Ich weiß zwar nicht, warum man da Schwierigkeit 2 hat, aber egal, genau. Und die Pariser Geschichten, kühle Köpfe bewahren, das werden wir in der heutigen Folge in Angriff nehmen und werden uns erstmal hierhin teleportieren. Und dann würde ich dann die Haupterinnerung weitermachen. Ach, da. Im Übrigen, wir sind in der Sequenz 3 und haben immer noch 8% Fortschritt. Also ich weiß nicht, was ich Assassin's Creed Unity dabei gedacht habe, weil normalerweise hat man gefühlt 3 Sequenzen und schon 20% Gesamtfortschritt. Aber irgendwie, ja. Das sieht übrigens aus wie Hogwarts. So von der Architektur her, so von den Dachziegeln, von der Farbe, von der Mauerfarbe. Ach so, nee. Hä? Ich wollte in die Richtung. Entschuldigung, excusez-moi. Ich komme gleich zu dir, Mentor, dessen Name ich vergessen habe. Aber bei Assassin's Creed kommt ja auch viel mit den Thronen, mit diesen ganzen anderen Sammelobjekten hinzu. Das hat ja auch nochmal Einfluss auf den gesamten Spielfortschritt. Wow, genau. So war ich auch gerade innerlich. Und da haben wir noch eine Konkarde. Das ist ja merkwürdig. Warum haben wir hier noch eine Konkarde? Ach ja, stimmt, das war diese Konkarde, die ich nicht finde. So, wir müssen hier runter. Aber ich glaube, wir müssen das Passwort für diese Tür finden und dann können wir uns die Konkarte schnappen. Oh, es ist zu grausam. Sie wurden gestohlen. Gestohlen und verkauft. Entweder meint die Salatkopf oder richtige Köpfe. Kühle Köpfe bewahren, berühmte abgeschabten Köpfe für Madame Tussauds beschaffen. Sind das wirklich Köpfe? Ich bin Madame Tussauds. Ich fertige Wachsfiguren und Totenmasken. Okay. Ich versprach der Versammlung, Masken von berühmten Opfern der Guillotine anzufertigen. Es ist grausam. Doch nur so konnte ich aus dem Gefängnis freikommen. Und ja. Nun hat jemand die Köpfe gestohlen, die man mir gab. Könnt ihr sie bitte wiederfinden? Klar. Jetzt nehmen wir die alle hier mal richtig auseinander. Meine Freundin hat etwas Wichtiges herausgefunden. Sie schickte mir diesen Brief. Mhm. Chère Madame, ich habe erfahren, dass ein gewisser Politiker voller Stolz über seine Rolle beim Sturz der Girondisten den Kopf von Jacques-Pierre Brissot erworben hat, der euch vor kurzem gestohlen wurde. Er arbeitete in der Nähe der Consigliere oder Consigliere, euer ergebener Freund. Okay. Oh, ey. Oh. Aber eine tote Ratte. Aber was muss denn das damals für eine grausame Arbeit? Also ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich gehe davon aus, dass es stimmt, was Madame Tussauds gesagt hat, weil Assassin's Creed hält sich ja an die Geschichte mehr oder weniger. Und wenn die das wirklich machen musste, oh, da muss man richtig abgehärtet sein. Ne? Also so einen toten Kopf anzufassen oder diese ganzen... Nee, um Gottes Willen. Oh, hier hängen ja auch noch welche. Oder sind es wirklich nur Masken und sind es gar keine toten Köpfe? Oh. Gerüchten zufolge wollte ein Soldat, der Sir Chapelle bewachte, den Kopf von Olympe de Gouges. Oh. Er war ein stiller Verehrer von ihr. Char de Gouges? Oder Olympe de Gouges? Ist doch ein Mann. Guck mal, da hängt sogar noch der Arm raus. Der Richter vom Palais de Justice, der Jacques Hébert verurteilt hat, wollte anscheinend seinen Kopf als Trophäe. Müssen wir die jetzt alle eliminieren?
Aber krass, überlegt, Alter, ihr oder Ezio, die hätten da schon gefühlt die Hälfte der Gesundheit verloren. Ja. Das. Das ist wirklich wie Hogwarts. Café Théâtre erhalten. In ihrer Truppe befinden sich jetzt 109. Nicht Florin. Einen Moment mal. Ja, komm mal her. Put, 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 put. Put, 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 put. Irgendwas war mit diesem Mann. Ach, was soll's. Na, Bruder, komm mal her. Ach, da. Ich bin ja im Sperrgebiet drin, nicht? Oh. Dale, colare. Halt die Frage, wo sind denn jetzt hier die? Ach, dort. Je suis très désolé. Oh. Oh, no, no, no. Ah, viel zu lang. Oh, okay. Hier, Bruder. Verdammt. Ah, ich glaube, das war. Los, zack, weg mit dir. Du Schweinehund! Anonym werden. Ja. Tut mir leid. Sind die ganzen Menschen? Ach, dort sind die hin. Ja. Oh Gott. Die Frage, ist es auch der richtige Kopf? Peicher, sag. Ich gehe einfach mal hier hoch. Kopf von Jacques Gilbert. Okay. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Also Steckbrief oder irgendwelche Sachen haben wir bisher noch nicht gehabt. Ich hoffe, das kommt doch in diesem Spiel nicht, weil ich mag es sehr gerne, inkognito zu arbeiten. So, dann wollen wir mal uns hier angucken. Was muss ich jetzt mit dem machen? Ach, stehlen. Kann ich ihn nicht eliminieren? Was ist denn das? Kann ich eigentlich auch pfeifen? Je l'ignore.
mais nous devons agir. Sans quoi il sera trop tard. Mais il s'agit de votre frère. Le mien s'appelait Vaillance de la Cluse. Ach so, ein Schlüssel. Eine Medizin. Ach so. Hauptmann Lenotre, ich habe beide Köpfe bei unserem Freund gekauft. Sie werden in Kisten in der Conchigerie aufbewahrt. Ich habe den einzigen Schlüssel, der beide öffnet. M. Lemaitre. Okay. Gut, der ist auch ein kleines bisschen gebuggt. Ja, excusez-moi! Du gehst nirgendwo. Eigas, hab ich mich erschrocken. Dann ist er tot. So schnell kann es gehen. Also die Frage, was ist denn diese doofe Tür jetzt? Hallo. Muss ich überhaupt zur Tür? Das ist jetzt die Frage. Dann müssen wir wohl hier rein. Achso, beschaffen. Ah. Okay, ich verstehe. J'ai compris. J'ai compris. Hier runter. Danke, Arno. Ach, hier waren wir ja schon. Sorry. Mal hier. Unter anderem in Hedy Liste, Kiste aus dem Besitz von Lemaitre, Abgeordneter von Paris. Küste. Die Kiste aus dem Besitz von Hauptmann Lenotre. Kopf von Jacques Pierre Brissot. Da. Oh, ich höre auch seltsame Geräusche. Drohe Endriegel, das habe ich. Die Kopf von Olympe de Gouche. Gouche. So. Mit Madame Tussaud sprechen. Wie bin ich überhaupt hier reingekommen? Hilfe. Ach, hier. Noch einmal, Arno. Danke. Oh. Ja, aber genau so weit kann doch kein Mensch. Also, springen, so. Also bestimmt schon, wenn man es trainiert, aber... Ich habe ja gehört, wie er aus der Puzzle gewesen ist. Es ist... Entschuldigung. Ich habe gehört, du interessierst dich jetzt für... Kriegen wir eigentlich mehrere Aufgaben von Madame Tussaud? Interaktion während eines Kampfes nicht möglich. Ihr habt sie. Nun kann ich die Totenmasken machen. Oh. In was für einer Welt wir leben. Das stimmt. Aber was wollen die denn mit diesen Köpfen? Wollen die die sich aufs Nachttische, auf dem Nachttisch legen? Im Essenszimmer beherbergen? Also schon ein bisschen grenzwertig. Flamels Geheimnis, die Mönche. Oh, Nicolas Flamel.
Ja, ich will euch doch überhaupt nichts tun. Die Truhe habe ich eh schon geplündert. So, ja. Entschuldigung. Was? Wir knutschen. Ja, ich habe ihn aufgehalten. So, was habe ich jetzt für eine Belohnung bekommen? Oh, ein maßgeschneiderten Lauerumhang. Schön. Schön, schön. So, was möchte er oder sie von uns? Ich sah eure Rückkehr voraus. Ach, das ist die. Oh. Ich muss euch etwas sagen. Oh, nicht die schon wieder. Die Karten, das Kreuz und die Dame, beziehen sich auf Notre Dame. Die Mönche setzen das religiöse Thema fort. Und diese Karte, es scheint mir klar zu sein, dass ein Mönchsorden nach mystischer Macht strebt. Mhm. Sie hoffen, Nicolas Flamels Wasser des Lebens in seinem seit langer Zeit verschollenen Laboratorium irgendwo hier in Paris zu finden. Diese Karte, der Schlüssel. Sie haben einen Teil des Mechanismus gefunden, der Flamels Tür öffnet. Ihr müsst zu Notre Dame und diesen Mechanismus an euch nehmen. Nicolas Flamel. Nicolas Flamel wurde 1330 in Pontoise geboren. Später zog er nach Paris, um dort als Schreiber zu arbeiten. Flamel schaffte es, beträchtlichen Wohlstand anzusammeln, was für einige Gerüchte darüber sorgte, wie er so schnell so reich hatte werden können. Viele meinten daher, Flamel müsse Alchemist gewesen sein, jemand, der niedere Metalle wie Blei in Gold oder Silber verwandeln konnte. In seiner Jugend hatte Flamel einen sonderbaren Traum. Ach so, das ist ein anderes. Ich habe mich gerade gewundert, wo geht's denn hier weiter? Jetzt gut. In seiner Jugend hatte Flamel einen sonderbaren Traum, in dem ein Engel ihm ein außerordentliches Buch zeigte. Was? Ich will Kind aus Stradamus, ich will den Nicolas Flamel hier haben. Machen wir es halt so. Warte mal, jetzt müssen wir auch wieder zu weit hoch. Es war dieses Buch Abrahams der Juden, durch das er später die Geheimnisse der Alchemie entdecken sollte. Flamel ging auf eine Wallfahrt nach Santiago de Compostela, wo er einen gewissen Maestro Canches traf, einem jüdischen Kabbalisten, der ihm einige Schlüssel zur Übersetzung des Buches gab, was ihm angeblich erlaubte, jene alchemistischen Methoden zu erlernen, durch die er reich wurde. Flamel wird der Wiederaufbau der Kirche Saint-Jacques de la Boucherie zugeschrieben, auf deren Überreste heute der Turm Saint-Jacques steht. Auch wenn manche sagen, der Stein der Weisen habe Flamel unsterblich gemacht, ist sein Tod am 22. März 1418 gut belegt. Er liegt neben seiner Frau im heutigen Musée National du Moyen-Âge in Paris begraben, dem ehemaligen Musée de Cluny. Ah, ich liebe die französische Sprache. Ah, un client. Nee. Was sind denn eigentlich so die Roten? Hallo. Entschuldigung. Also was sind denn so genau die Roten? Den dritten Wahnsinnigen. So, die Notre Dame. Okay, also müssen wir wieder hier rein. Warte mal, da können wir ja rein, theoretisch in die Richtung. So. Oh, danke. Sorry. So, wir müssen jetzt hier... Ich glaube, da war das genau. Ja.
hier entlang. Genau, und das haben wir eigentlich ja schon entriegelt. Genau, das muss ich jetzt nochmal knacken. Ich glaube, es hackt. Ja, das war knapp. Ist ja voll gemein. Mal komm. Nein! Arno! Sich irgendwie bei jeder Gelegenheit. Gib uns ein Zeichen, auf das wir finden, was wir suchen, um es voller Demut und... Das Buch von Lesar, eine Ausgabe des Buches von Elazar mit handgeschriebenen alchemistischen Anmerkungen von Nicolas Flamel. Entschuldigung. Tu te crois rusé? Tu finiras entre les mains de Charlot. Aucune trahison n'est permise. Hm. Gibt es noch den einen Menschen? Es ist von höchster Wichtigkeit. Von allerhöchster Wichtigkeit. Und das kann ich. Boah, toll, jetzt habe ich schon wieder so ein Buch. Wir rufen demütig den Geist von Nicolas Flamel. Jetzt habe ich das Buch dreimal. Das kann ich dreimal als Gute Nachtlektüre lesen. Aber dass sie es nicht mitbekommen, wenn die bestohlen werden, ich meine, ich mache das ja schon sehr auffällig. Sind das vielleicht Templerangehörige? Guck mal, da kommen ja noch welche. Der Mechanismus besteht aus Gehämmert. Warte mal. Der Apfel natürlich. Ein Apfel? Oh. Welcher Apfel? Und die sind aber schön. Oh Gott. Nee, no. Habt ihr einen Termin? Die Finira à la Madeleine. En pilier avec tes confrères. Wir rufen demütig den Geist von Nicolas Flamel. In der Hoffnung auf. Nimm rein. Der Mechanismus besteht aus Gelmann. Wir suchen das Apfel natürlich. Das Wasser des Lebens, angereichert mit Gold. Arcana, Flamels Kult, Anakasa, mit Blut. Wir rufen demütig den Geist von Nicolas Flamel, in der Hoffnung ich auf... Ich muss widersprechen. Nicolas Flamel. Oh, Schutzpatron der hermetischen Künste, wir suchen das Elixier, das Wasser des Lebens, angereichert mit Goldsplitter. Das Elixier. Gib uns ein Zeichen, auf das wir finden, was wir suchen, um es voller Demut und verschwiegen. Hä? Was ist jetzt passiert? Göske, se pass. Wie auch immer das heißt. Alter, was ist das für ein... Der Apfel natürlich. Ja, welcher Apfel denn? Gib uns ein Zeichen, auf das wir finden, was wir suchen. Um die Manorganas Vergangenheit einzusetzen. Nicolas Flamella. Es ist von höchster Wichtigkeit. Wir rufen demütig den Geist von Nicolas Flamel. In der Hoffnung auf Führung. Dieses rostige Stück Metall muss Teil des Mechanismus sein, von dem Mademoiselle Lenormand gesprochen hat. Mit Lenormand sprechen, okay. Okay, wir müssen halt wieder hier hochkommen. Ach, genau, hier. Hui! Schneller Aufzug.
Merci beaucoup für die Credo-Punkte. Genau du. Was wollt ihr denn? Du verkaufst verdorbenes Brot und wagst es, dich zu zeigen? Und ich höre. Ich weiß nicht. So. Aber wir sind so toll. Wir machen Paris zu einem besseren Ort. Palais de Justice. Das war diese Wahrsagetante, oder? Entschuldigung. So, haben wir gleich das Ziel erreicht. Ich habe wirklich nicht gedacht, dass wir wirklich eine ganze Folge mit diesen zwei Sachen jetzt voll bekommen. Ah, ihr habt einen Teil des Mechanismus beschafft. Das wusste ich bereits. Behaltet ihn. Ihr seid es, der das Geheimnis lüften wird. Schön. Das macht mir trotzdem ein kleines bisschen Angst. So, wir haben ja jetzt rein theoretisch, zumindest in den Sachen, die wir bereits entdeckt haben, zwei. Gut, ich glaube, die war zu stark bewacht, glaube ich. Auf jeden Fall war da irgendwas mit der Truhe. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir sind ja jetzt fast in der Nähe, beziehungsweise kann ich mich ja schon mal dorthin teleportieren lassen. Wir werden in der nächsten Folge mit unserem Mentor oder mit unserem Knastbruder Zeit verbringen und dann mal schauen, was für eine Aufgabe wir jetzt hier zu erledigen haben. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.